Hi Leute und willkommen zurück zu Overlord. Für euch hat sich in der Zeit nicht viel getan, für mich allerdings schon, denn ich musste meinen PC neu machen. Habe ihn komplett neu aufgesetzt und musste leider dementsprechend gezwungenermaßen Overlord komplett von vorne spielen und habe bisher, ja, habe wieder bis an die Stelle gespielt, wo wir im letzten Part aufgehört hatten. In Bezug auf den letzten Part, am Ende des letzten Parts, konnte ich mich leider standardmäßig nicht so verabschieden, wie ich es eigentlich immer mache und wie ich es eigentlich auch wollte. Beziehungsweise ich habe es gemacht. Allerdings weiß ich nicht, ob das nun letztendlich ein technisches Versagen war oder eher ein menschliches. Auf jeden Fall war der Cut früher da als sonst und irgendwie fehlte da aber auch noch Videomaterial, das allerdings nicht mehr auf meiner Festplatte war, und ich bin aber der Meinung, dass ich zu dem Zeitpunkt aber noch komplett aufgenommen hatte, sogar wie ich mich dann letztendlich dann von mir verabschiedet hatte, wie auch immer. Ich habe im Übrigen, ich muss mal ganz kurz gucken, die Waffe, die ich hier habe, die habe ich komplett neu aufgepimpt. Ich habe sie diesmal komplett anders gemacht. Das war im letzten Mal, ihr habt die Werte wahrscheinlich nochmal irgendwie mehr oder weniger besser im Kopf als ich, was ich da alles geskillt habe. Ich glaube, ich habe von allem ein bisschen. Dieser Kolben hier, dieser Morgenstern ist jetzt voll auf Schaden ausgelegt und hat sich auch bisher als recht wertvoll erwiesen. So viel dazu. Also, als erstes müssen wir hier diese Gegend erstmal säubern. Und dann müssen wir Jule ja irgendwie Richtung Portal locken. So, die hüpft da die ganze Zeit hin und her, wie sie lustig ist. So, und da ist auch noch irgendwie Material. Können die aber nicht aufnehmen. Das heißt, wir müssen mittels Schergen ihr den Weg versperren. Was würde man lieber stehlen als das, was alle wollen? Ich verstehe zwar nicht, warum. Das Ding ist hässlich. Nicht nur das Ding, meine Liebe. Wenn ihr sie durch das Portal treiben könnt, hole ich sie in euren Turm. Von dort hin kommt sie nicht. Das heißt, wir müssen, das machen wir gleich. Erstmal müssen wir hier die Gegend clearen. Befreien von Gegnern. Und da ist auch schon der erste Blau drauf gegangen. Ist aber nicht so schlimm, der wird gleich wiederbelebt. Das ist sehr schön. So, wir brauchen übrigens nochmal... So, jetzt kann ich euch mal meine Waffe hier beweisen, was sie drauf hat. 3 Schläge, dann ist das weg, das Ding da. Der scheiß Molchemörder. Noch irgendwas, was sie... Ja, und ihr seht auch, die braunen Schergen sind, ja, sehr gut ausgestattet mit Waffen und Rüstung. So. Da. Komm mal her. Wir machen ganz gut Schaden und halten dementsprechend auch wesentlich mehr aus als sonst. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich auch alles so gestaltet und gespielt, wie ihr es auch kennt. Ich weiß nicht, ob wir da unbedingt die fertig machen müssen. Den da oben werde ich auf jeden Fall noch plätten. Ey! Das hat sich fies angehört. So, komm mal her. Okay, da hinten sind auch noch welche. Das hasse ich ja in diesem Spiel. Unsichtbare Wände. Unsichtbare Wände sind in jedem Spiel einfach scheiße. Und zwar richtig. So, alle drauf da. Ja, erstmal muss ich hier ein bisschen was... Etwas zu haben macht viel weniger Spaß, als etwas zu stehlen. Okay, und dann... Sind die an sich friedlich oder greifen die von sich aus an? Ja, okay. Die wollen es wissen. Dann machen wir die auch nochmal kurz platt. Ich möchte jede Störung vermeiden, wenn das möglich ist. Aha, du warst das. Okay, da sind auch noch welche. Nein, ihr sollt da nicht. Boah, da hinten jagen die auch noch den hinterher. Kommt zurück. Kahn wird euch folgen. Und der alte Zauberer. Ich bin sein Liebling. So, kommt mal her. Okay, folgendes. Wir stationieren hier. Wir brauchen eigentlich nur einen.
Okay, pass mal auf. Du. Ich lasse jetzt einfach mal einen da. So. Wo rennt sie jetzt hin? Nach da. Ja, komm, dann macht es eben platt da. So, das heißt, dann setze ich einen hier hin. Ja. So. Wo ist sie jetzt? Da, sehr schön. Dann werde ich jetzt hier nochmal einen... Mach ich doch. Ich hoffe, ein Schlag reicht auch. Dann habe ich jetzt da einen. Wo ist sie jetzt hin? Okay, da dürfte sie jetzt nicht vorbeirennen, oder? Okay, wunderbar. Okay, passt, passt, passt. Warte mal, dann... ich lock sie nochmal kurz hier weg, weil ich möchte hier nochmal den Weg versperren. Ja. So. Ja, das ist ja scheiße. ist jetzt hier, vielleicht brauchst du einfach noch ein bisschen mehr. Okay. Mann. Okay, gut, 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 gut. Da kannst du gerne bleiben. So. Nein. So. Und dann. Wo ist jetzt? Okay. Das heißt, ihr müsst jetzt gerade... Nein, da rechts ist auch noch ein Weg, ne? Scheiße. Reiz sie in Richtung Turmportal. Okay, okay, das heißt, das passt, das passt, das passt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann müsste das jetzt eigentlich auch so klappen. Ja, genau. Eigentlich müsste ich jetzt nur noch gerade auslaufen. Ich habe jetzt an jeder Seite habe ich Posten. Ja, sehr schön. Cool. Was? Oh. Gut. Unsere Wachen sperren sie in diesem Moment weg. Komm zurück, wenn ihr mit der Gefangenen sprechen wollt. Oh, und wie? So. So, kommt mal alle her. Allerdings ist da ja noch diese eine Statue, ne? Die müssen wir ja auch irgendwie... Okay, okay, okay. Wieder das Ding. Komm mal her. Und zack. So, schnell weg hier. Wunderbar. Dann könnt ihr jetzt hier die Statue, was das da hinten ist, schnappen. Und dann können wir auch in den Turm zurück. Sehr schön. Dann fangt mal an. Befehl. Dienst. Moment, das war doch... In dem einen Part, da haben die doch, das waren doch die Schergen irgendwie drin oder so, ne? Die das Turmportal gesucht haben. War das die? Ich glaube ja. Verdammtes Erinnerungsvermögen. Oh! Elf in der Wüste. Ich bitte euch, bringt mir die Statue, damit ich sie in den Dunkelwald bringen kann. Was hab ich davon? Diese Statue würde hervorragend in unsere Privatgemächer passen, Herr. Werdet diese deprimierenden Elfen los und bringt mir die Statue.
Na gut. Ich glaube übrigens, ihr seht ja, ich habe jetzt so ein schwarzes Cape da an. Ich glaube, das war früher rot. Wenn ihr die Statue unbedingt zurückgeben wollt, geht einfach zu der Plattform. Eure Schergen stellen sie doch da. Und ich glaube, weil ich mich etwas böser verhalten habe, als ich das Spiel neu angefangen habe, hat sich das schwarz gefärbt. Kann auch sein, dass ich mich komplett irre. Ich möchte jetzt einfach mal böse bleiben und das einfach. Kannst du es nicht? Ihr habt den Elfen einen großen Dienst erwiesen. Das vergessen wir nicht. Ich dachte, es wäre das Portal zum. Oh. Zu meinem Turm. Ich dachte, das würden sie extra da aufbauen, weil ich konnte hier nicht vorbei, weil die scheiß Elfen da im Weg waren. Schiete. Okay, dann muss ich jetzt. Ich muss jetzt eh zurück. Oh, jetzt wollte ich böse sein und dann war ich es nicht. Die junge Dame ist eingesperrt worden, Herr. Lasst mich gehen. Wisst ihr nicht, wer ich bin und für wen ich arbeite? Lebhaftes Geschöpf. Ein paar Tage in meiner eisernen Jungfrau würden ihr gut tun. Halt! Sieh doch, ich tue keinem etwas. Der Zauberer wollte, dass ich die Statue klaue. Keine Ahnung warum. Er hat sogar dafür bezahlt. Ha! Ich hätte es sogar umsonst gemacht. Stehlen ist meine Leidenschaft. Das ist Khan. Er will mich holen. Ich möchte jetzt nicht an eurer Stelle sein. Diesem Krieger gefällt es gar nicht, dass ihr seine Freundin gefangen haltet, Lord. Er hat Rauschingen angegriffen. Ihr müsst ihn stoppen, bevor er all eure Anhänger tötet. Ich kann nicht glauben, dass ihr sie leben lasst. Wartet, bis ich sie in die Finger bekomme. Ja, sorry. Ich brauche diese Info. Okay. Also Rauschingen wird angegriffen. Der Greifer, der Dieb. Ja, ich sehe da nur ein paar Hobbits. Irgendwie stört mich das nicht großartig. Aber gut. Das Spiel will es so. Wir folgen einfach diesem linearen Verlauf. Helft uns! Er zerstört die Stadt! Macht schon! Okay, Hasenzähnchen braucht Hilfe. So. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal so. Okay, Leute. Tut mir leid, Herr. Sie haben gedroht, meine Schafe zu töten. Kein Problem. Sind schon keine Gegner für mich. Sind wir sie für uns? So. Ja, okay. Nichts, was ich brauche. Das war trotzdem scheiße von dir. Ich mag dich nicht. Gut. Irgendwie muss ich das jetzt ein bisschen wieder gut machen, dass ich so gut war. Ein Glück, ihr seid Herr. Er ist hier drin. Na gut. Nein, das war Stan. Von dort kommt niemand zurück. Stan? Oh, nicht der schon wieder. Er lauf halt rein. Die Kreaturen von oben an, Meister. Lasst Chaos auf sie niederprasseln. Ja, gleich, gleich. Erstmal muss hier ein bisschen was weggeschafft werden. Von diesem Planeten. Ey! Okay, er belebt wieder. Das ist sehr schön. Ja, ich bin gerade überlegen. Wir machen mal kurz F11. Für den Berserker-Modus. Haut so rein, ey. Das ist der Wahnsinn. Was machst du? Aber Schergen können diese Kreaturen nur von oben angreifen. Platziert sie höher. Ja, ich, Leute, ich brauche irgendwie... Warte mal, ich muss mal was ausprobieren. Okay. Das war nicht gut.
Okay, dummer Fehler, gebe ich zu. Ich brauche rote Schergen. Nein. Oh, Leute, echt. Oder brauche ich sie gar nicht? Brauche ich doch keine roten? Ich wüsste jetzt aber nicht, wie sie angreifen sollten, wenn ich sie höher platziere. Ich habe das Gefühl, ich bin da mit roten Schergen besser beraten. Oh, Leute, ey. Oder kann ich die auch so platt machen? Auch so wunderbar. Geht zwar jetzt einiges an meinen Kollegen hier drauf, aber brauche ich nicht. Ist tot. Okay. Gut. Ich habe noch einen einzigen Schergen, wo auch immer der steckt. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann kann ich ja jetzt meine... Wo ist denn der Typ? Ich habe keine Ahnung, wo der steckt. Auf jeden Fall brauchen einige Schergen von mir neue Ausrüstung. Was? Noch einer? Ach, das sind zwei. Okay, das ist natürlich... Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Muss ich nicht, weil ich sie auch so platt bekomme. So. Okay. Geht doch. Wunderbar. Kein Problem. Au. So, auf jeden Fall brauchen einige Schergen hier nochmal komplett neue Ausrüstung. Ein bisschen Leben und Mana brauche ich auch. Da hinten ist noch einer. Ich hab's verstanden. Ich brauche es nicht. Ah. Ich kann mir hier nochmal alles plündern. Ist der jetzt feuerimmun? Das wäre nicht so prall. Muss ich mal austesten. Ich drehe am Rad. Ich komme da auch nicht mehr hin, ne? Ja, ich probiere es mal mit den Grünen. Ich glaube, das wäre eine... Ich glaube, die Grünen brauche ich, ja. Ja, doch, ich glaube, mit den Grünen bin ich am besten beraten, weil die können ja, wenn ich sie platziere, rüberspringen auf den Feind. Das heißt, ich tue hier mal ein paar rein. Okay, das sollte reichen. Hole ich da mal grüne und dann platziere ich die da oben. Ich hau jetzt alle. Dieses wiederholende Geplapper ist ja leicht nervig. Super, sind schon wieder welche draufgegangen. Okay. Tut ihm leider nicht besonders weh.
grüne. Au. Aha, geht doch. Hey! Hey! Wir wollten euch nicht hintergehen. Es ist einfach passiert. Wir waren schwach. Vergebt uns. Lasst uns euch wieder dienen. Sie sind so loyal wie Kartoffeln, Herr. Macht mit ihnen, was ihr wollt, aber macht schnell. Kahn ist unterwegs nach Himmelsspitze. Wir sind böse, oder? Warte. Ja. Kann ja sein, dass sie uns wieder verraten, ne? Da muss man auf Nummer sicher gehen. Ach, böse sein, das macht einfach Spaß. Das ist schon ganz cool. Ah! Der auch noch, bitte. Ja, gut. Da noch wieder ein bisschen bewaffnen oder braucht noch wer was? Anscheinend nicht. Okay. Ich glaube, wir können doch wieder zurück. Da ist noch ein Überlebender. So. Selbst wenn wir jetzt nicht zurück müssen, ist das nicht allzu schlimm, weil ich müsste hier erstmal ein bisschen Mana und Energie aufladen. Das passt schon. Gehen wir mal wieder zurück. Euch zum Gruße! Okay. Ah, Himmelsspitze. Alles klar. Okay, teleportieren. So, jetzt besuchen wir irgendwie anscheinend nochmal irgendwie hier und da ein paar Level. Oh, nicht schon wieder, oder? Das ist ein bisschen nervig. Greift die Kreaturen von oben an, Meister. Lasst Chaos auf sie niederfassen. Okay, ich mach erstmal den da platt. Ach, falscher. Oh, wo ist er? Komm her. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Glaube ich nicht optimal, was ich hier mache, aber... So, dann ist der schon mal weg. So, und dann kommt ihr Grüne bitte mal her. Au. Und ihr platziert euch bitte mal hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, okay. Kommt her. Schnell wieder rein. Auch wenn es nur ein Überlebender ist. Und... Was? Du lebst noch? Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Nein, komm. Oh, komm her. So, bitte einmal hier ein bisschen was einsammeln. Boah, Alter, die machen hier... Ich stelle mich auch gerade wieder an, ne? Moment, 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 Moment. So, komm mal her. Bitte drauf. Hallo. Danke. Okay, der nächste bitte. Weil ihr könnt eigentlich erstmal ein bisschen was einsammeln. Das wäre auch ganz cool.
So. Und so viel rote Lebensessenz. Eigentlich kann ich auch mal ein bisschen was. Was zum Geier? Ach, die sind da hinten. Ach, da hinten sind die alle draufgegangen. Ich krieg ein zu viel. Okay. Ich hoffe, ihr könnt da jetzt rüberspringen. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Finde ich enorm gut. So. Was ein Stress. Okay, wieder erstmal hier ein bisschen neu ausstatten. Ihr müsst uns beschützen, Herr. Ja, muss ich? Pass mal auf, was ich auch kann. So. Könnte ja sein können, dass sie mich auch verraten wollen. Man weiß es nicht, ne? Diese Welt steckt voller Intrigen und Lügen. So. Da muss man auf Nummer sicher gehen. Okidoki. Da könnt ihr noch ein bisschen was einsammeln. Da auch noch. Da ist auch noch was. Alles mitnehmen. Das ist wichtig. Das ist... Okay, okay, okay. Oh Gott, dass ich jetzt hier jede Stadt hier nochmal befreien muss von diesen Viechern, bevor ich überhaupt mit mich mit Khan treffen darf, sage ich mal so. Hm, okay. Da anscheinend nicht. Oder muss ich jetzt wieder zurück und dann... hier. Dann muss ich wahrscheinlich hier längs. Weil noch haben wir nicht die Meldung bekommen, dass wir das, dass wir Rauschen befreit haben. Oh, alter Falter. Du, ich kenne dich. Du hast sie mir genommen. Du machst Khan wütend. Die gesprochenen Textpassagen sind extrem lächerlich. Die sind nicht mal ansatzweise überzeugend und passend zu den jeweiligen Charakteren. Oh, bitte, bitte, bitte. Okay, okay. Alles unter Kontrolle. Wir. Okay, das ist noch einigermaßen verkraftbar. Das wiederum nicht. Der hält aus. Hat der mir eine reingepfeffert? Nein, alles nochmal? Nee, das mache ich in dem Part nicht nochmal. Das müssen wir im nächsten Part machen, Leute. Weil die Zeit ist sowieso um. Und dann werde ich offscreen das hier nochmal machen und dann euch zum nächsten Part wieder reinholen, wenn wir uns Khan entgegenstellen. Also bleibt dran, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Overlord. Ciao.